Das gibt Schaden. Das musst du ja unbedingt da reinfahren. Sag, nenn mich nicht S. Oh, es wird motzig. Das ist interessant. Schade, dass man da nicht runterfahren so lustig. Kann. Das hat irgendwie was. Also ich... Ja. Ja. Julian, sprich. Ich komme hier nicht mehr. Was hast du denn gemacht? Ich komme über die verkackte Waage nicht drüber. Dann fahr rückwärts raus. Das geht nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es gibt kein Zurück. Ja, die Wagen sind scheiße. Da bin ich sogar mit einem kleineren schon hängen geblieben. Weißt du noch, wie es war? Kinderzeit. Na, lass mal los. Ich hab voll die Präsidenten auf meinem LKW. Echt? Mittendrin sitzt die Merkel, oder was? Ja, die Merkel ist auch dabei. Leute? Ja? Wir treffen uns am Autobahnkreuz. Im Autobahnkreuz? Ja. In welchem Autobahnkreuz? An dem Autobahnkreuz. Wo wir an irgendeinem, Carsten. Ach so, da. Naja, willst du mal vorfahren? Du weißt, glaube ich, eher, was er meint. Ja, gerne. Dann mach das mal. Ich versuche mal mein Glück. Ich habe hier Pisswetter ohne Ende. Ich habe schönes Wetter. Das ist schön, Carsten. Jetzt geht's dir mal so wie mir. Nee, ich finde das ja schön, wenn es bei mir auch mal regnet. Ja, also der geil wird's, wenn es donnert. Aber nochmal zu dem DLC, was da momentan in Arbeit ist. Es ist halt wieder so dieses Thema, was man ja immer wieder bei Spielen hat, ob das GTA ist, Fernbus-Simulator ist oder ATS, ETS ist, gut Ding will Weile haben, ne? Ja, ja. Ding will Weile haben, aber das Problem ist, dass du zum Beispiel bei GTA oder Fernbus-Simulator oder so Konsorten wahrscheinlich nie Probleme haben wirst, dass die Karte vom Startbudget her zu klein ist. Das glaube ich auch, ja. Das ist halt das Problem. Also ist ja schön, dass, also ich finde den Detailreichtum und so, ne? Und das, vom Design her ist das wirklich geil gemacht, keine Frage. Das ist nicht falsch, ja eben. Aber, das ist super geil, aber. Ich finde einfach mittlerweile ist es. Ja. Da müsste jetzt was Neues kommen. Und man merkt es halt, auf dem Server sind auch sehr wenig Leute unterwegs. Ne? Da müsst ihr aber auch jetzt zugeben, da hat der James vielleicht doch ein bisschen recht gehabt, ne? Nein, das gebe ich nicht zu. Dass er James recht hatte, das gebe ich nicht zu. Wenn also, ich mal den James zitieren kann, was er jetzt gerade sagt am Monitor, der sitzt jetzt gerade und guckt dieses Video an und denkt ich hatte recht. Ich, ja? Weg war er. Hallo? Ja, sind sie beide weg. Cool. Da muss ich mal eben kurz gucken. Was denn jetzt hier? Ah, TeamSpeak-Client ist abgestürzt. Ja, sehr schön. Nein, natürlich wollen wir keinen Fehlerbericht. Wir wollen uns einfach wieder verbinden. Ja, und da bin ich wieder. TeamSpeak hat sich gerade verabschiedet. User in your chat. Andi, du stehst da im Weg. Fahr einfach rechts runter. Ja, rechts runter. Das hatte ich dich eigentlich gerade gefragt, nur du warst ja irgendwie outgetimed. Oh Gott, ja. Ich habe ja auch einen Rüssel hinten dran. Aua! Au! 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 Ah. Bist du das da, Julian? Ja. Carsten, was hast du denn für eine geile Fracht? Ich habe nur Kies. Oh Gott, ey. Ja, aber die Anhänger sehen so geil aus hier. Ja, also, genau. Also, wir waren ja gerade bei dem Thema Design und so. Also, klar, ne? Also, das ist auch eine geile Sache, aber wir wollen endlich mal weiterfahren und mehr erleben und so. Ja, wie gesagt, wenn ETS, wenn ATS mal ein bisschen größer erreicht hat, dann werden wir unseren Spaß schon dran haben, so wie bei ETS. Da werden wir unseren Spaß schon haben. Was ist hier vorne los? Und ich hoffe, dass Josh uns das jetzt auch nicht übel nimmt, dass wir jetzt irgendwie so sagen, ohne ihn hier fragen erstmal die Zuschauer, ob die das noch sehen wollen. Aber Julian, da Josh so ziemlich die gleichen Zuschauer hat wie wir. Julian. Ja, bitte. Bisschen lauter. Nee. Ich bin exakt genauso laut wie vorher auch. Fahrt ihr so langsam? Ich kann nicht schneller. Ja, so in dem Ton ist okay. Also wie gesagt, da Josh, glaube ich, die gleichen Zuschauer hat, so wie wir halt auch. Weil wir ja den gleichen Content produzieren. Echt? Macht das ja Sinn. Echt? Glaube ich halt wirklich, dass Josh uns da hoffentlich nicht benutzt. Ja, genau. Wir gucken mal. Vielleicht sagen die Leute ja auch alle, nee, wir wollen ATS weitersehen. Das weiß man ja nicht. Ja. Ne? Ja.
Ja, kommt ja wahrscheinlich so beim nächsten Mal, wenn wir den sprechen. Weißt du, ich bin einmal nicht da und ihr Sackfall beendet das Projekt. Nein, wir ist ja nicht beendet. Aber er ist ja nicht beendet. Im Moment. Ist ja die Frage, ob wir es pausieren sollen, bis es News gibt. Oder ob wir es nicht pausieren sollen, aber dafür ein bisschen seltener bringen. Genau. Vielleicht wir so richten uns halt da auch total nach euch, was das angeht. Ja. Ja, zum einen halt das, zum anderen aber auch ein bisschen. Dieser Sonnenuntergang. Ne? Muss man ja ehrlich sagen, ein bisschen auch nach uns, wie wir Bock haben, weil wenn wir keinen Bock haben, habt auch ihr keinen Bock. Also wenn ihr jetzt wirklich sagt, wir wollen das noch weitersehen, dann machen wir das noch, aber halt vielleicht nicht mehr im Wechsel mit ETS, sondern vielleicht hier und da mal zwischendurch. Ja, 2-1. So, ja. Zum Beispiel. Müssen wir da hoch? Ja, laut meinem Navi. Nach meinem Navi müssen wir geradeaus. Das ist geil, hier liegt gerade ein Skoda auf dem Dach. Schildkröte. Ja, soll ich jetzt weiterfahren? Oder ja, ich weiß nicht. Ich bin hinter dir. Wer liefert denn jetzt eigentlich als erster ab? Julian ist auch hinter uns. Ich glaube, erst du, dann ich, dann Carsten. Ja, gut, also fahre ich schon vor, ist das richtig jetzt so? Du fährst vor, sagen, ja. Mhm. Ich würde sagen Bakersfield, dann Oxnard, dann LA. Gut. Wo ist der? Boah, das blitzt hier und das pisst, das ist unglaublich. Ach nö, schönes Wetter, wunderschöner Sonnenuntergang. Mhm, beautiful Sunset. Schön, ne? Oh, beautiful Sunset. Könnt ihr euch erinnern, der Chakotin hatte ja als einziger mal vor einer ganzen Weile sich immer beschwert, es regnet ständig bei ETS. Mhm. Lag das vielleicht an unseren Einstellungen? Ja. Das kann sehr gut sein, ja. Das liegt an den Einstellungen. Aber ich hatte die anfangs, hatte ich die so eingestellt, da muss ich irgendwas resettet haben. An die, zu der Zeit, als wir beide den Multiplayer noch gemacht haben, hat das ja so oft gepisst und dann haben wir die doch runtergestellt. Sicher? Ja, ich meine, dass da irgendwas in der Richtung war. Hm. Wir haben ja vor dem Let's Play haben wir ja auch schon Multiplayer gemacht. Ah, das ist irgendwie cool, jetzt hier auch mal bei dem Wetter zu fahren. Ja, zwischendurch ist das auch mal interessant. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal hatte. Oh cool, ich dürfe an die Tankstelle beim nächsten. Ja, fahr nicht so schnell. Mal. Wie fahre ich so? Ich fahre noch gar nicht schnell. Ich kann mit dem Ding gar nicht schnell fahren. Ja doch, du bist schnell. Hä? Also ich komme mir irgendwie so voll, als wäre ich sehr langsam. Nö. Nee. Also ich fahre gerade 60 Meilen die Stunde. Wo ist denn der Julian? Der ist noch hinter dem Typen, ne? Ich sehe euch. Gut. Der liegt noch bei der Schildkröte und lacht sich gerade krank. Guck mal, da sind was sind das denn für Häufchen da? Leute, Vorsicht, hier kommen gleich Extremkurven. Paraglider. Cool, Extremkurven, da bleibe ich hängen. Hallo, hat jemand einen Fahrzeugeinweiser, damit ich mit meinem Cheftransport hier rumkomme? Nee, so schlimm ist es nicht, aber dass ihr nicht umfallt. Sowas wie Funzeln oder so haben die hier auch nicht, ne? In Deutschland hätte an der LKW-Länge, die ich jetzt habe, hätte schon eine Funzel oder 10 Funzeln dran. Beziehungsweise, ich glaube, ich wäre nicht mal für die Straße zugelassen. Hättest du an der LKW? Ja, wahrscheinlich hättest du ein Begleitfahrzeug benötigt. Ich glaube ja, weil in Deutschland würde das, glaube ich, schon als Schwertransport durchgehen. Ich sehe den Andi nicht mehr. Wo ist sein Pisswetter? Ich kann ja mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runterdrosseln. Der wollte mich gerade überholen. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt überhole ich ihn. Und zwar richtig krass. Oh, warte mal, hier haben wir hier eine Tankstelle? Da ist ein Hotel und eine Tankstelle. Ja, da ist irgendwo. Hier links. Ist eine. Oh Gott, komme ich da rein? Ach du Scheiße. Doch, da. Oh, das ist gut. Das ist so eine, da kann man gut reinfahren. Julian, wenn du tanken musst. Ich tanke, glaube ich, zur Sicherheit mal. Ich weiß nicht. Tank am besten auch hier, weil hier kannst du gut halten. Ich weiß nicht, ob die Händler beim Ausliefern da neue. Den komplett voll füllen. Blockieren wir hier voll. Ich gewusst hätte, dass ich so eine Fracht kriegt, dann hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen eine größere LKW-Variante benutzt. Ja, ich habe jetzt halt einen anderen LKW. Der kommt aber auch gut, ganz gut damit klar. Typ, geh weg da. So. So, ich fahre schon mal ein Stück raus und suche mir mal hier rechts irgendwo eine Ecke, wo ich mich hinstellen kann. Mach das, hör mal. Wir wollen ja nicht im Weg stehen. Nee. Ne, tatsächlich will der hinter uns ist auch tanken. Glaube ich. Ne, der will einfach nur links abbiegen. Er hat will sich der jetzt vorbeigetraut. Ne, der abbiegen. Will nur links abbiegen, er hat sich jetzt vorbeigetraut. Der alte Typ hier, der ist auch geil gefahren. Jetzt kann ich wenigstens erstmal das Getränk für echte Trucker trinken hier. Kaffee. Milch. Muttermilch. Das sag ich dir nicht. So.
quatsche mich mal hinter dem Andi. Hinter dem Andi stellst du dich. Schlumpf, nicht Andi. Ich bin der Schlumpf schon vergessen. Ja, passt aber nicht richtig hier. Ui. Ja, es ist halt hier vorne. Warte mal, ein Stück kann ich noch vorfahren. Ja, das bringt nichts. Lass ruhig. Ist, da kommt der nur deine Leitplanke. Da kommt der Jatak schon. Ist das der Jatak? Ja. Dann gebe ich mal Gas. Aber gib doch mal Gas. Gut, dass das hier bergab geht. Da kann ich ein bisschen beschleunigen mit der Masse, die ich hier habe. Ja, übertreib's nur nicht, ne, dass wir umfallen. Genau, hier geht's ja wieder bergauf, ne? Ja, da geht die Beschleunigung wieder flöten. Ja, beim Jatak geht's mehr stetig bergab, das ist aber normal. Boah, hier, da muss man aber echt aufpassen, so ein Scheibenwischer, der hypnotisiert ganz gerne mal. What? Müssen wir rechts oder geradeaus? Rechts ab, ich hab mich verfranst. Okay, dann warte mal, kann ich hier irgendwo. Kann ich hier irgendwo drehen? Kann ich hier drehen? Ich hoffe, hier haben wir doch schon mal gewartet. Kommt ja, ich glaube, geht's jetzt nicht geradeaus wieder diese Hübbel da hoch und bestimmt so? Stimmt auch auf mich. Ah, das. Boah, alter Schwede, das hat der ganze Schreibtisch vibriert. Super, jetzt dreht Andi hier und was steht auf der anderen Straßenseite im Weg? Ein Mast. Oh, oh. Hoppala. Ja, Hammer, ne? Alter Schwede, ey, das hat komplett den habe ich zu spät gesehen. Was habt ihr denn jetzt gemacht? Ich habe solche Leitpfosten umgesetzt. Ja, aber das hat so vibriert, als hättest du, keine Ahnung, wen tot gefahren hier. Alter Vater, ey, der Trailer ist so fett, der ist in der Mitte durchgebogen. Hä? Nein, das ist ein minimales Stückchen so... Ich komme? ...gebogen. Du erscheinst, meinst du? Ich komme? Julian, ich komme. Hallo. Muss checken, wenn man ihn braucht. Hallo, Carsten. Hallo, Schlumpf. Welcher Schlumpf bist du denn? Ich bin der Mod-Schlumpf. Schlaubi-Schlumpf. Ich wollte ja eigentlich Schlumpfine mitnehmen, nur das Problem ist, das passt nicht vorne ins Schild. Was? Schlumpfine? Das ist aber doof. Das ist zu lang vom Namen her. Er ist aber doof, ne? Glaube ich. Ich glaube, Smurfette hätte auch nicht gepasst. Was für ein Ding? Smurf. Die englischen Schlümpfe heißen Smurf. Ja, das ist mir klar, aber was war das zweite? Smurf? E-T-T-E, Smurfette. Ist die Schlumpfine. Die ist fett? Die ist fett. Das wird Smurfette so genannt. Voll die fette Schlumpfine, ey. Schlumpfett. Die wird so genannt. Ach, die wird so genannt? Was? Du fette das, Kuh, was war das? Weiß ich sogar tatsächlich aus einer South Park-Folge. Ja, das kann ja nichts werden. Dass die fette Sau genannt wird? Nein, dass die Smurfett genannt wird. Ach so. Oder Smurfin? Keine Ahnung. Smurfin? Hört sich irgendwie eher danach an, oder? Das klingt mehr wie ein Medikament. Hast du Schmerzen im Hals? Nimm Smurfin. Bei Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie in den Arzt oder Apotheke. Der Andi ist schon wieder weg, ey. Ich glaub, das jetzt geht's hier bergunter. Ey Leute, das wird lustiger, wenn ihr die Arme hochhebt. Ja. Boah, aber ich bin immer noch voll traurig, was ihr mir hier im Stream erzählt habt. Ja, ja, mit der Synchronstimme. Ich finde das echt voll scheiße. Ja, die Synchro-Stimme von Tom Hanks ist tot. Da kann man echt machen. Ja. Die deutsche Synchro. Okay. Und jetzt? Ist passed away. Ja, kriegt dann eine andere. Ja, das ist total krass. 2016 ist das Jahr der Toten. Das ist der absolute Hammer, wie viele Menschen und bekannte Menschen dieses Jahr schon gestorben sind. Das stimmt, genug. Ja. Ja, genug. Ja, Prinz. Peter Lustig ist Prinz. Gestorben. Peter Lustig. Prinz ist gestorben. Prinz, der Musiker. Der Musiker. Der Musiker. Prinz ist tot? Ja. Auch noch. Was hast du denn jetzt wieder gemacht, Julian? Der Musiker. Der Musiker. Den hast du noch? Nee, Norbert Castell war letztes Jahr, oder? Ja, aber in den letzten Monaten halt, ne? Geno Faber Castell. Norbert Castell ist die Stimme von Homer Simpson. Dann hier der von den Toten Hosen. Hä? Ja, der ehemalige Mitglied. Aber nicht Campino, oder? Nee, ehemaliges. Dann hast du Roger Cicero ist auch tot. Ja, Roger Cicero ist auch tot, ja. Ich hab neulich erst noch welche davon gegessen, das kann nicht sein. Der hatte ja einen plötzlichen Herzinfarkt. Andi, wo bist denn du?
Auf der Straße? Ich sehe euch beide nicht mehr. Ja, lass uns mal ein bisschen hier zusammenrücken.